Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch auf Okay-Basis einen wunderbaren guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Let's go. Wir gehen zum Titelbildschirm, machen hier die Mucke aus. Ah, ich freue mich! Neuer Content! Ich meine, jetzt müssen wir dann erstmal wieder bis April warten, bis Pokémon Snap rauskommt, wo ich mich auch nicht so freue. Aber das blenden wir jetzt alles aus, okay? Wir blenden das jetzt einfach aus. Es ist einfach, ich freue mich insane hier drauf. Und es sind 6 Stunden und 6 Stunden 3D. Also es ist ja quasi 3D-Mario fast. Let's go, der Hase. Alter, ich bin hyped. Und wir bekommen ein neues Intro. Schön. Ich finde so geil, dass sie einfach eine Sunshine-Referenz gemacht haben. Oh shit, ist das schon ein Fußabdruck von Bowser? Goddammit. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir alles für Anspielungen bekommen werden. Yo, wir können schon walken. Ich denke mal, ich werde mich noch nicht umgucken. Ich will quasi erstmal das Game starten. By the way, Freunde, eine Sache, die ich richtig weird finde. Also was heißt weird, aber wo ich mich echt noch dran gewöhnen muss. Die Laufgeschwindigkeit ist so massiv hochgedreht worden. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Wirklich. Oh shit, there he is. Bowser's Ferry. Okay, uns wird der Weg gewiesen. Ich finde die Laufgeschwindigkeit auch fast einen Tick zu hoch, muss ich zugeben. Und da ist unsere erste Insignie. Oh mein, Alter, es ist Odyssey-Feeling. Ich fühle mich zu Hause, als wäre ich ein Odyssey. Du speedest durch diese Level und deine Sprünge gehen so 8 Meter weit. Das ist so verrückt. Da hinten ist eine Insel, seht ihr die? Ich fühle mich wie ein Odyssey. Und das macht mich noch glücklicher. Das macht mich einfach noch glücklicher. Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. 3D-World kann ich nicht mehr schauen. Höchstens noch Bowser's Fury. Oh, das will ich auch zocken. Genau jetzt. Okay, das ist sein Vater. Die schwarze Farbe hat seinen Vater in ein Picasso verwandelt. Ich schaffe es nicht, Papa allein zurück zu verwandeln. Alter, Mari so, ja, du spast. Dann mach's halt selber so, ne? Mir ist das ja vollkommen egal. So, ich will eigentlich nur Insignien sammeln. Ich will einfach nur Stuff sammeln. That's all. Okay, was ist hier? Eine Münze, okay. Aber da ist, glaube ich, nochmal eine Coin. Sehe ich das richtig? Yes. Okay, das ist wie so Starcoins, ne? Ha, hier ist noch eine Coin. Die habe ich gerade eher durch Zufall gefunden, ne? Ich kann die mitnehmen und dann kämpfen die für mich. Oh, süß. Oh, süß. Darf ich mal erwähnen, wie echt das Wasser aussieht? Das ist grafisch so schön. Ja, das Wasser ist wirklich gut gelungen. Da gebe ich dir recht. Hätte gerne ruhig noch ein bisschen hellblauer sein können, aber ich sag mal, die Farbe, die es jetzt hat, passt gut in den Grafikstil. Hier mal kurz durchspeeden. Wir haben ja mittlerweile 500 PS. Also das ist ja gar kein Problem mehr für uns. Oh shit. Oh shit, guys. Erstmal was zippen. Warte mal, kann ich da eine Stampfattacke machen? Nochmal eine Katzenglocke, ja, moin. Okay, Bowser macht gleich hier bösen Stuff. Warte mal, ich glaube, hier drüben muss ich hin, ne? War es das wieder? Ja. Ganz netter Auftritt, aber hat mich jetzt wenig beeindruckt, muss ich zugeben. Wie findest du David? Boah, ich mag den gar nicht. Wow, eine Gigaglocke. Über die Dinge habe ich mal einen coolen Spruch gehört. Ich glaube, der ging so. Wenn das Monster sich erhebt, wird die Gigaglocke ertönen. Das ist der krasseste Spruch, den ich je gehört habe. Wieso hast du ein Maschinengewehr in deinem Zimmer? Das ist nur eine Softgun, Brudi. Das ist nur eine Softgun. Aber wir haben früher Softair gespielt und das hat echt Spaß gemacht. Okay, also ich würde sagen, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es sich eher wie 3D World oder eher wie ein 3D Mario anfühlt. Es ist echt schwer einzuordnen. Es ist einfach ein schönes Spiel. Einfach ein schönes Spiel, was Spaß macht zu zocken. So, dann kann ich die läuten? Okay, jetzt wären wir zu Super Saiyajin Mario. I get it. Aber jetzt sind wir erstmal Giga Dynamax Mario. Okay, das juckt den nicht so. Oh, shit. Das ist nicht gut. Ist nochmal irgendwo eine Glocke? Verpiss dich! Ah, kann ich jetzt auf ihn drauf hüpfen? Oh, hoho! Freunde, wir geben ihm! Die Welt wird klein. Read. Genau. Da, oh, hohoho! Zum Glück habe ich mich noch dran erinnert. So, zack. Er lebt aber noch. Da ist die Glocke! Da ist die Glocke wieder! Juhu, wir haben ihn besiegt! Aber ich vermute mal nicht, dass er down ist. Jetzt bist du Giga Mini Mario. Also wieder normal groß. So, zu Ende. War ein schöner DLC, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bowser's Fury. What? Shadow Luigi is up. Also langsam kann man die Mario Sunshine... Also, sie wollen sich ja so krass auf Mario Sunshine beziehen. Aber kann man den Bowser's Fury... ich sag immer Fury, Mann. Da muss ich irgendwie das Gitter aufmachen. Aber kann ich da nicht einfach, keine Ahnung, hier da drauf lenken? Nee, schade. Okay, ich brauche einen Schlüssel dafür. Da ist der Schlüssel. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Captain Toad's Treasure Tracker. Oh Mann, ich sollte vielleicht nicht überall Referenzen suchen, ne? Ich meine, es ist einfach ein simples Schlüsselsystem. Aber trotzdem, da findet man auch so einen Riesenschlüssel und muss den aufheben und dann zum... Das ist... Mann, ey! Nintendo hat mittlerweile so viele Games gemacht, du findest halt... Also, du kannst in alles Referenzen reininterpretieren. Als ob der Schlüssel verschwindet, wenn ich ins Wasser hüpfe. Halt doch die Schnauze. Dann würde ich sagen, düsen wir erstmal hier rüber. Kann ich die wegjeeten? Jeet! Aber ich glaube, zum Speedrun wäre das echt ganz cool. Ich meine, es ist nicht sehr groß. Das heißt, der Speedrun würde wahrscheinlich nicht lange dauern. Also, es ist nicht so ein 6-Stunden-Run. Aber hier so ein bisschen Routenoptimierung zu betreiben, stelle ich mir eigentlich ganz funny vor, muss ich zugeben. Ey, aber ich habe richtig Spaß. Also, ohne Witz. Das macht einfach nur Laune. Das macht einfach nur Laune. Am absurdesten ist, dass Katzen auch Katzen sind. Nein! Das haben die nicht gemacht, oder? Das haben die nicht wirklich gemacht. Hä, wie abstrus ist das denn? Katzen. Da ist die Katze. Gadi. Ja, ich weiß, dass du weinst. Aber hier ist dein Kind. Ach, der fehlen 3. Was bist du denn für eine Rabenmutter? Pass vielleicht mal auf deine Kids auf. So, wo waren hier die Wutblöcke? Oh shit, wir werden gleich böse weggeheatet. Nee, warte mal, hier waren wir schon. Nee, bin ich auch falsch. Darüber muss ich. Sind sie das? Hä, was macht der jetzt? Verpisst er sich wieder? Ach, halt doch die Schnauze!
Oh, er kommt wieder, Guys. Ein neuer Versuch. Okay, Plessy, Plessy. Plessy. Hui. Das muss ich nur Deckung suchen. Nee, bitte hier. Okay, sehr schön. Optimal. Und damit vertreiben wir ihn auch wieder. Okay, der Sprung muss sitzen. Alles klar, Digga. Okay, wenn man im Wasser ist, ohne Plessy, dann ist man halt einfach komplett lost. So, hier. Nimm deine Kackkinder und kümmere dich beim nächsten Mal besser drum. Oh, die Mission, das ist eine lange Racing-Mission. Aber ich mag die. Die erste Plessy-Racing-Mission war auch schon nice. Oh, boy. Oh, wir düsen ins in den Bowsers Fresse. Umdrehen. Ach nee, jetzt habe ich ihn ja schon wieder vertrieben. Ach, halt doch die Schnauze. Nein, da hinten. Was? Als ob ich ganz am Anfang noch was vergessen habe. Okay, kein Problem. Aber da komme ich noch gar nicht hin, glaube ich. Okay, so. Na dann, neuer Versuch. Das kann wirklich uns ein paar Versuche kosten hier, glaube ich. Jetzt Konzentration hier. Wir wurden gar nicht so stark beeindruckt. Als ob! Der hat mich in der Luft weggeheatet! Holy shit! Oh mein Gott! LOL! Ich kann die Pfeile hochheben. What the hell? Kann ich die einfach auf ihn werfen? Einfach in die Fresse geschleudert. Oh, eine Lava-Gegend. Guck mal da hinten. Das ist ein Schiffswrack. Yo! Oha! Das sieht cool aus, das Gebiet. Oh, shit. Der ist ja ultra. Ey, der sieht schon mächtig aus, ne? Das Design haben die so gut hinbekommen. Wie findest du den Schwierigkeitsgrad? Naja, es ist recht simpel gehalten. Ich sag mal so, wie man es von 3D World erwarten würde. 3D World selber ist ja auch kein großartig schwieriges Spiel, wenn wir jetzt mal die letzten Welten außen vor lassen. So wie ich es von dem 3D World erwartet hätte. Jetzt gibt's auf die Phrase, mein Freund. So, zack. Roll da rein. Genau. Easy. Lol, was ist denn schon das Finale? Ja, moin. Okay. In Ordnung. Was ist das? Oh, doch. Aber jetzt kotzt der. Doch, das war's. Yo, what? Okay, he's back again. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt die Glocken befreien, ne? Vermute ich mal sehr stark. Aber jetzt nimmt er sie uns... Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich verfolgen. Yay! Wir haben ihn auf die Phrasen gegeben. Aber es geht noch weiter. Nice! Noch mehr Plessy-Düsen. Ich liebe das. Abtauchen. Ich glaube schon. Also, es fühlt sich schon ein bisschen wie ein Story-Finale an. Aber ich feiere es, dass sie Plessy eingebaut haben. Sie wussten, dass das Coolste im Game ist. Okay, ich konnte irgendwie allem ausweichen. Warum auch immer. Es ist doch das Finale. Aber es ist ziemlich episch. Wird jetzt Plessy groß? Ja! Katzenblässi. Ja, Credits. Nee, aber ich mache schon noch die 100%. Weil ihr habt mir schon gesagt, dass es noch ein quasi Secret Ending für die 100% gibt. Ey, das war richtig geil. Das hat mega Spaß gemacht. Das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Am Sonntag machen wir dann die zweite Hälfte. Wir haben genau 50%. Machen wir dann einfach exakt die zweite Hälfte. Ich habe jetzt schon massiv Vorfreude auf den Sonntagstream. Danke fürs dabei sein. Das war so cool. Es war so cool. Wirklich. Bitte mehr davon. Bitte. Haut rein, Friends.